Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die Retrobörse, die in Düsseldorf stattfand. Und ja, ich weiß, die ist schon wieder fast zwei Wochen her und bei mir kommt das Video erst jetzt. Aber ich muss dazu sagen, ich war letzte Woche auf der Gamescom, da kommt dann auch noch ein Video dazu. Und da konnte ich quasi kein Video schneiden. Diese Woche hat mich ein bisschen die Motivation auch verlassen und auch die Zeit ein bisschen. Aber jetzt ist das Video ja da, hoffe euch gefällt es trotzdem. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. So, heute sind wir auf jeden Fall unterwegs in Düsseldorf. Wir gehen zu der Retrobörse bzw. Pixelbörse und ja, wir stehen schon kurz davor. Hier regnet es noch ein bisschen. Ich bin hier kurzärmlich unterwegs. Aber wir können uns noch unterstellen, ist noch nicht so viel los hier. 40 Minuten geht's los und wir stehen jetzt vor dem Zack. Hallo! Denn er hat noch eine Virtual-Welt einzulösen. Denn der gute Klaus hat gegen Ben von dem Intro verloren bei Mario Kart. Und es gibt noch du Penner! Ja. 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 Jetzt, hier. Der fordert das ein. Das gibt's doch nicht. Nie wieder gewonnen. Okay, also Wettschulden sind deren Schulden. Man kennt ihn. Ich habe dem Ben da was Feines mitgebracht. Ich habe gedacht, er lässt mir meine Schulden. Aber das war wohl echt übel. Hat wehgetan. Also Ben, Mario Kart Meister. Ich muss dir das sagen, du hast mich wunderbar abgezogen. Ich muss leider was sagen. Bitte! Ben, hast du er macht ihm Antrag. So, dann kommen wir erstmal noch zu der Bewertung der Börse, also meine Eindrücke und die Sachen, die ich so mitgenommen habe. Und ja, ich fand, die Börse war
ja, war fast ein bisschen klein, aber man hat auch nicht wirklich viel Werbung davon mitbekommen, finde ich. Also ich finde, ihr solltet, wenn ihr das seht, ein bisschen mehr Werbung machen, schauen, dass ihr es ein bisschen publiker macht. Und ja, für mich ist es dann leider nichts, weil die Strecke doch sehr weit ist für die Größe, die sie dann hatte. Die Räumlichkeiten an sich waren okay. Wie gesagt, war halt recht klein. Wenn ihr mal wachsen solltet, werdet ihr wahrscheinlich eine größere Location euch suchen. Aber ja, was auf jeden Fall auch noch so ein Knackpunkt war, war, dass es relativ dunkel war in den Räumlichkeiten. Es hat es ein bisschen gedrückt von der Stimmung her, finde ich. Das war nicht so offen und einladend irgendwie, meiner Meinung nach zumindest. Und ja, die Musik, die im Hintergrund gelaufen ist, das war auch so eine mexikanische Musik irgendwas. Und davon sind irgendwie 3 Lieder in Dauerschleife gelaufen. So. Also solche Sachen gehören vielleicht ein bisschen besser organisiert, aber sonst hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch viele Leute zu treffen, die ich bisher noch gar nicht getroffen habe. Allein Back to the Past zum Beispiel, schon mal Grüße an dich auf jeden Fall. Dich habe ich ja in Bochum schon gesehen damals, bevor du mit YouTube angefangen hast. Und ja, jetzt mal mit dir zu quatschen war auf jeden Fall ganz cool. Und ich werde auf jeden Fall in einer der nächsten Mario Kart Runden wieder mit dabei sein. Und ja, bevor ich jetzt irgendeinen YouTuber oder Nicht-YouTuber vergesse, grüße ich einfach nochmal alle komplett in die Runde. War auf jeden Fall super nett mit euch und mit euch zu quatschen. Euch kennenzulernen, Spaß zu haben, jederzeit wieder. Und ja, dann würde ich sagen, so viel gibt es da gar nichts zu sagen eigentlich. Ist halt eine Börse so, gibt halt Videospiele. Preise, ja, waren okay meiner Meinung nach. Ich habe jetzt nicht nach so viel geschaut, so ich gucke halt meistens nach meinem Zelda-Kram und ein paar einzelnen Sachen, aber die hatte es nicht und von daher kann ich nicht viel zu sagen. So, dann bleiben wir auf jeden Fall direkt bei den YouTubern, weil ich habe der lieben Maren kann nix, also was ich noch dazu sagen will, jeder, der mir noch einfällt, ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut bei jedem Einzelnen mal vorbei und lasst auf deren Kanälen ein bisschen Liebe da. Und ja, bei der Marin war es so, ich habe ihr mal ein T-Shirt zugeschickt von The Evil Within 2, glaube ich, war das. Weil ich hatte das übrig und sie wollte es haben. Und ja, dann habe ich gesagt, passt so, weil sie wollte wissen, was das dann kostet und so. Ich sage, passt so. Und als Dankeschön hat sie mir einfach eine Super Mario Tasse mitgebracht. Und Oreos, aber die kann ich nicht mehr zeigen, die sind schon weg. ja, diese Super Mario Tasse. What doesn't kill you makes you smaller steht da drauf. Ist auf jeden Fall ganz lustig. Und danke dafür, wäre absolut nicht nötig gewesen. Ich gebe gerne und von daher, ja. Wahrscheinlich hast du es auch gerne gegeben, von daher, Dankeschön, Dankeschön. auch die Marin ist unten verlinkt, schaut bei ihr vorbei und Grüße. Dann habe ich mir eine Plüsch-Zelda gekauft, die ist fresh aus Japan. Also ob die jetzt so frisch aus Japan ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall aus Japan. Habe 25 Euro dafür bezahlt und hat eigentlich neu mal 1500 Yen gekostet. Ja, finde ich trotzdem okay. Also ist jetzt, wenn man umrechnet, natürlich schon ein bisschen was draufgeschlagen, aber ist klar, Import und so weiter, wisst ihr selber. Aber auf jeden Fall eine Plüsch-Zelda jetzt auch mal in meiner Sammlung. Sehr cool. Dann habe ich bei meinem Kollegen, guten Freund Stockhofel mal noch was gefunden. Grüße an dich, Dennis. Und ja, habt ihr auch im Video schon gesehen, er hatte mir diese Lampe hier verkauft. Hatte er für 15 eigentlich dastehen. Nicht so, halt bevor ich wusste, was er dafür will, sagte er 15. Aber für mich 5. Und nicht so, weißt du was, ich gebe dir 10. Und ja, was auf jeden Fall sehr cool ist, weil die hat mir in meiner Sammlung auch noch gefehlt. Und ja, er hat dann die 10 auch angenommen. Fand ich gut. Weil manchmal wollen die Leute dann gar nicht mehr annehmen, als sie dann eigentlich dafür wollten. Und, aber er hat sich dafür wieder revanchiert, was auch nicht nötig gewesen wäre. Und zwar habe ich bei ihm später noch Magazine gefunden, Endzones, die ich noch mitgenommen habe. Und ja, es sind insgesamt 4 Magazine, 2-mal Endzone, einmal Club Nintendo und eine Play 4, also ein PlayStation Magazin. Das habe ich aber dann wieder mitgenommen wegen dem Horizon Zero Dawn Cover. Und ja, dafür hat er mir dann die 4 Zeitschriften hier geschenkt. Er wollte Stück eigentlich 2 Euro und dann habe ich mir die ausgesucht und sagte, hier, bitteschön, nimm mit. Und da sage ich schon mal, Dankeschön, Dankeschön, sehr cool auf jeden Fall und auch immer wieder eine Freude, dich zu treffen, mit dir zu quatschen. So, und dann habe ich noch Kleinigkeiten hier bekommen und zwar Sticker von Retrotastisch. Da dürft ihr auf jeden Fall auch gerne mal vorbeischauen. Also die habe ich jetzt halt so bekommen, dann kann ich die schon mal in die Kamera zeigen und ein bisschen Werbung machen für die Jungs.
läuft noch viel zu wenig bei denen, also die bräuchten viel mehr Abos und viel mehr Klicks, die machen echt guten Content, allein die Interviews auf der Gamescom, wer die noch nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall bei denen auch vorbei mal. Und die haben sogar Prominenz in ihren Videos. gut, und das letzte, was ich gefunden habe, ist dann nicht für mich, das habe ich nämlich für den guten LucasArts-Sammler mit, und zwar hier einmal, liebe LucasArts-Sammler, lieber Max, das habe ich dir natürlich sehr gerne mitgenommen, wenn ich weiß, wer was sammelt und ich sehe was, dann frage ich da auch mal gerne nach und halte die Augen für meine Leute mit auf, und ja, das wird dann auf jeden Fall irgendwann zu dir wandern, und dann war es das auf jeden Fall für den Teil, wie gesagt, jetzt kommen noch ein paar Eindrücke von Köln. Das ist quasi so eine kleine Einleitung in das zu Gamescom. Da kommt ein separates Video dazu. Und wer jetzt aber schon was von der Gamescom sehen möchte, wie gesagt, guckt bei RetroTastisch vorbei und beim Telespiel Tobi. Die haben ihre Videos schon online. Und schaut da mal vorbei. Ansonsten kommt irgendwann im Laufe wahrscheinlich Ende nächster Woche mein Gamescom-Video. Und jetzt noch viel Spaß mit den, den Köln-Eindrücken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lasst noch einen Kommentar, eine Bewertung da. Bis dann. Ciao. So, jetzt sind wir an dem Ort angekommen, wo wir pennen. Also wir haben uns kein Hotel gemietet, sondern über Airbnb haben wir... wollten eigentlich eine kleine Wohnung mieten. Jetzt haben wir hier so ein kleines Häuschen. Da haben wir einen kleinen... Also ja, ist eine kleine Wohnung sogar. Es sind zwei Wohnungen wohl da drin in dem Haus. Aber ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal noch, wie es innen drin aussieht. Hier steht auch schon mein Schnickerwagen. So, jetzt gehen wir mal rein, würde ich sagen, und schauen uns das mal an. So, das bin ich, mich kennt ihr ja. Erstmal Schuhe aus. Die Küche. Der Essbereich. Das Wohnzimmer. Die Treppe. Ein bisschen steil, weil ein altes Haus und so. Oben sage ich gleich noch was dazu. So, jetzt sind wir oben und ja, man sieht, Deckenhöhe ist hier nicht die optimalste. Aber ja, wie gesagt, altes Haus und so, aber auf jeden Fall cool für so ein kleines Häuschen hier zum Wohnen. Mein Zimmer. Ein kleines weiteres Badezimmer. Das untere habe ich vergessen, zeige ich gleich noch. Ein Doppelzimmer, Doppelschlafzimmer. Nochmal nach unten. Und hier vergessen, das richtige Badezimmer. So, jetzt sind wir hier in Köln angekommen und stehen hier kurz vor dem Dom, aber ich habe davor noch, wo wir im Bahnhof noch waren, in einem Zeitschriftenladen was hängen gesehen und gleich mal nachgefragt und sogar schon was abgestaubt, und zwar das schöne Teil hier. So muss es jetzt nur noch weitergehen, dann wäre es optimal. We'll be right back.
So Leute, wie ihr seht, bin ich auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Ich komme die nächsten 5 Jahre nicht nach Hause. Nein, Spaß, wir sind ja immer noch in Köln. Der Dom ist irgendwo da hinten. Aber wir fahren hier so ein bisschen auf dem Wasser rum und auch mal ganz cool zwischendurch.